Hallo allerseits, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie Windows 10 für Spiele beschleunigen. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die Spielleistung Ihres PCs durch eine ordnungsgemäße Konfiguration von Windows 10 beschleunigen können. Die meisten der angezeigten Einstellungen funktionieren jedoch auch mit früheren Versionen von Windows. Jetzt geht's los! Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. In diesem Video werde ich nicht zeigen, wie mein Computer das Spiel vor der Optimierung des Betriebssystems und nach vorgenommenen Einstellungen funktioniert. Dieser PC, auf dem ich dieses Video aufnehme, ist kein PC für die Spiele und ich kann Sie nicht damit überraschen. Darüber hinaus kann sich auf verschiedenen Computern die mangelnde Leistung oder das Ausmaß ihrer Auffälligkeit auf unterschiedliche Weise in Erscheinung treten. Auf jeden Fall werde ich aber die Systemeinstellung anzeigen, die auf jedem Gaming-PC vorgenommen werden sollte, da Sie einen Teil seiner Gaming-Leistung genau aufbrauchen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, einen leistungsstarken Gaming-PC zu kaufen oder Ihren Computer durch den Kauf teurer Komponenten zu aktualisieren, ist dieses Video höchstwahrscheinlich nicht für Sie. Es ist nützlich für diejenigen, die keine solche Gelegenheit haben, aber den Wunsch haben, moderne Spiele auf der verfügbaren Hardware zu spielen. Der erste Schritt betrifft die Wahl des Energieschemas. Schließlich muss der Computer für eine bessere Leistung mehr Leistung erhalten. Dazu machen wir Folgendes. Gehen Sie zur Systemsteuerung, Energieoptionen. Wie Sie sehen, ist das Standard-Energieschema balanced. Es wurde entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Stromverbrauch zu erhalten. Wenn wir maximale PC-Leistung benötigen, kann es nur mit maximalem Stromverbrauch geliefert werden. Deshalb wählen wir das Schema High Performance und schließen das Fenster. Der zweite Schritt. Entfernen Sie nicht verwendete oder unnötige Programme vom Computer. Dafür gehen Sie zu Systemsteuerung, Programme und Funktionen. Dies sind alle auf dem PC installierten Programme. Überprüfen Sie sie und löschen Sie diejenigen, die Sie nicht benötigen. Dadurch wird Speicherplatz freigegeben und das System stabiler. Möglicherweise wird eines dieser Programme als Schädling erkannt. Der dritte Schritt, bereinigen Sie Ihr Windows automatisches Laden. Dadurch wird ein Teil der PC-Leistung vom Programm freigeschaltet, die beim Systemstart automatisch gestartet und im Hintergrund ausgeführt werden, auch wenn Sie sie nie verwenden. Dafür starten Sie den Taskmanager und wechseln Sie zur Registerkarte Start. Dies ist eine Liste aller automatisch gestarteten Programme beim Systemstart. Und das automatische Laden wurde nicht unbedingt vom Benutzer angepasst. Programme aktivieren oft automatisch ihren eigenen Autostart, wenn sie installiert werden. Sie wissen nichts davon, daher kann die Liste beeindruckend sein. Um ein Programm aus dem Autoload zu entfernen, klicken Sie darauf und dann auf die Schaltfläche deaktivieren. Zukünftig können Sie bei Bedarf das gewünschte Programm manuell über eine Verknüpfung ausführen. Auf Wunsch kann das Autoload des Programms aber wieder aktiviert werden. Dies beschleunigt den PC erheblich und verkürzt die Startzeit des Betriebssystems beim Starten des Computers. Achten Sie im Taskmanager auch auf die Registerkarte-Prozesse. Hier werden alle auf dem PC laufenden Prozesse angezeigt. Sie befinden sich möglicherweise nicht im automatischen Laden. Für jeden Prozess werden Informationen dazu angezeigt, wie stark der Prozessor des Computers geladen ist. In der Spalte
CPU angegeben und wie viel RAM verwendet wird in der Spalte Speicher. Zeigen Sie die Prozesse an. Wenn einer von Ihnen zu viele Ressourcen Ihres PCs belegt, kann er abgeschlossen werden. Dazu wählen Sie es einfach aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe ausblenden. Schalten Sie einfach nicht alle Prozesse hintereinander aus. Wenn Sie ein wichtiges System ausschalten, wird der Computer möglicherweise heruntergefahren oder verlangsamt. Wenn Sie möchten, können Sie sich über den Link in der Beschreibung ein detailliertes Video zum Windows Tax Manager ansehen. Schritt 4. Deaktivieren Sie unnötige ressourcenintensive Windows-Dienste. Diese werden vom System beim Start von Windows automatisch gestartet. Dies sind Anwendungen, die unabhängig vom Status des Benutzers ausgeführt werden und diese oder andere Systemprozesse bedienen. Es gibt viele solche Prozesse, aber nicht alle werden verwendet. Durch die Aktivierung von nicht verwendeten Prozessen wird auch ein Teil der Leistung des PCs freigegeben. Wie kann man das machen? Gehen Sie zum Windows-Such- oder Startmenü und geben Sie Dienste ein. Führen Sie die vorgeschlagene Systemanwendung aus. Wie Sie sehen, gibt es viele Systemdienste und Sie können sie nicht ausschalten, ohne zu wissen, wofür sie verantwortlich sind. Sie können das System einschalten. Die Menge der erforderlichen Dienste hängt ausschließlich von der Hardware, Netzwerk und Softwarekonfiguration sowie von den Anforderungen eines bestimmten Benutzers ab. Sie können diese vier Dienste jedoch definitiv deaktivieren. Diagnose Policy Service, Offline-Dateien, Offline-Files, Aufzählungsdienst für tragbare Geräte, Portable Device Enumerator, sekundäre Anmeldung, Secondary Login. Ich werde diese Liste in der Beschreibung belassen. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, wofür Sie verantwortlich sind. Sie können im Internet suchen, aber das System ohne Sie wird nur besser funktionieren. Um den Dienst zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf der Registerkarte allgemein auf Stopp. Stellen Sie den Starttyp auf manuell ein. Alle Dienste werden gestoppt. Stoppen Sie auf die gleiche Weise den Rest. Schritt 5. Defragmentierung und Optimierung der Festplatten. Wenn viele fragmentierte Dateien vorhanden sind, verringert sich die Geschwindigkeit der Festplatte, da Kosten für das Verschieben von Plattenköpfen zwischen Unterteilen Fragmenten anfallen. Bei der Defragmentierung werden Dateien und die Struktur der logischen Festplatte neu verteilt, um eine kontinuierliche Abfolge von Clustern zu gewährleisten. Infolge der Defragmentierung wird das Lesen und Schreiben von Dateien und folglich die Arbeit von Programmen aufgrund der Kontinuität des Lesens einer Platte, das heißt ohne zusätzliche Verschiebung des Festplattenkopfs, beschleunigt. Beachten Sie jedoch, dass SSD-Laufwerk keine Defragmentierung erfordern und daher keine beweglichen Teile aufweisen. So defragmentieren Sie Ihre Festplatte. Geben Sie im Videosuchfeld Defragmentierung ein und wählen Sie das vorgeschlagene Systemwerkzeug aus. Es öffnet sich und Sie sehen alle Ihre Festplatten. Wählen Sie die gewünschte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Optimieren. Sie können die automatische Defragmentierung einstellen. Klicken Sie dazu auf Parameter ändern und setzen Sie ein Häkchen neben die Funktion nach Zeitplan ausführen. Ein detailliertes Video zur Defragmentierung der Festplatte in Windows 10 ist bereits auf unserem Kanal. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Schritt 6. Datenträgerbereinigung. Das in Windows integrierte Tool Datenträgerbereinigung ist wahrscheinlich die sicherste Methode, um angesammelten Müll auf der Festplatte eines Computers zu beseitigen. Festplattenreinigung entfernt sehr effektiv nicht zutreffende, nimmt aber keine wichtigen Dateien mit und führt nicht zu Fehlern. So entfernen Sie den Müll von der Festplatte. Öffnen Sie dieser Computer und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Festplatte. Wählen Sie Eigenschaften allgemein Datenträgerbereinigung. Das Tool berechnet und zeigt Ihnen
was von der Festplatte entfernt und was bereinigt werden kann. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem, was Sie entfernen möchten. Löschen Sie die Festplattensystemdateien, indem Sie auf die Schaltfläche Systemdateien klicken. Sie schaffen nicht nur Speicherplatz, sondern beschleunigen auch die Arbeit, indem Sie unnötigen Müll beseitigen. Wir haben bereits ein detailliertes Video über diese und andere Funktionen des Systems zum Reinigen von Disk von Müll. Siehe den Link in der Beschreibung. Der siebte Schritt. Löschen Sie das System von temporären Dateien. Eine temporäre Datei ist eine Datei, von einem Programm oder Betriebssystem erstellt wurde, um Zwischenergebnisse während des Betriebs zu speichern. Normalerweise werden solche Dateien von dem Prozess gelöscht, der sie automatisch erstellt. Aber oft bleiben sie auf der Festplatte, was die Arbeit und die Arbeit des Systems nur überachtet und verlangsamt. Diese Dateien werden vom System nicht benötigt und müssen gelöscht werden. Führen Sie das Werkzeug Ausführen aus und geben Sie %Tab% ein. Klicken Sie dort auf OK. Wählen Sie alle Dateien im geöffneten Ordner aus und löschen Sie sie. Hierbei handelt es sich um temporäre Dateien. Kehren Sie wieder zum Werkzeug Ausführen zurück und geben Sie Temp ein, ohne Prozenten. In diesem Ordner löschen wir auch alle Dateien. Gehen Sie zurück zum Werkzeug Ausführen und geben Sie Prefetch ein OK und dann OK. In diesem Ordner löschen wir auch alle Dateien. Temporäre Dateien sind gelöscht. Schritt 8. Deaktivieren Sie nicht benötigte Systemkonfigurationsdienste. Dafür führen Sie das Werkzeug Ausführen aus und geben Sie msconfig ein. Wechseln Sie im Menü Systemkonfiguration zur Registerkarte Dienste und kreuzen Sie Microsoft-Dienste nicht anzeigen an, um nicht versehentlich unnötig zu deaktivieren. Durchsuchen Sie die verbleibende Liste und deaktivieren Sie die Liste, die Sie deaktivieren möchten. Der neunte Schritt. Registry-Tricks. Registry-Tricks sind Einstellungen der Software, des Betriebssystems und der Benutzereinstellungen, die in der Systemregistrierung gespeichert sind. Einige von ihnen wirken sich auch auf die PC-Leistung aus. Es gibt viele, zeigen ein paar. Dafür wechseln Sie zur Windows-Registrierung, führen Sie das Tool RegDeep aus, wechseln Sie in der sich öffnenden Registrierung zum Ordner KK Current User Control Panel Maus. Suchen Sie den Parameter Mouse Forward Time und ändern Sie seinen Wert in 10. Wechseln Sie hier in der Ordner Systemsteuerung zum Desktop Ordner. Suchen Sie den Mouse Show Delay Parameter und ändern Sie seinen Wert auf 10. Starten Sie den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden. Ändern Sie nichts in der Registrierung, ohne genau zu wissen, was Sie tun. Sie können das System beschädigen. Und im letzten zehnten Schritt optimieren wir die visuellen Effekte und das Design des Betriebssystems, das auch PC-Ressourcen verbraucht. Ich denke, erfahrene PC-Benutzer sind mit dieser Einstellung bereits vertraut. Da es in älteren Versionen von Windows XP, Vista oder 7 nicht möglich war, darauf zu verzichten. Also, geben Sie Menü Start oder Suche System ein und starten Sie das entsprechende Tool. Weiter. Erweiterte Einstellungen, Registerkarte erweitert. Klicken Sie im Geschwindigkeitsblock auf Parameter. Das Tool Leistungsoptionen wird geöffnet. Wählen Sie die Registerkarte Visuelle Effekte. Wie Sie sehen, sind in meinem Fall alle Werte standardmäßig eingestellt. Es gibt jedoch Optionen nach zwei weitere für Einstellungen. Die beste Ansicht und die beste Leistung. Markieren Sie natürlich die beste Leistung. Übernehmen. Okay. Vielleicht wird dadurch die Systemschnittstelle weniger schön. Dies wird sich jedoch auf jeden Fall positiv auf die PC-Leistung auswirken. Nachdem Sie alle diese Einstellungen vorgenommen haben, starten Sie Ihren Computer neu, damit alles wirksam wird und angewendet wird. Dadurch sinkt die Belastung des PCs, die das System durch seine Arbeit realisiert hat. Es gibt eine andere Möglichkeit, den PC für das Spiel zu optimieren. Ich halte es nicht für einen weiteren
11. Punkt, da es für mich eine eigene Geschichte zu sein scheint. Aber ich kann nicht die PC-Optimierungsprogramme oder Spielbeschleuniger zu erwähnen, Game Boosters. Sie haben auch eine Menge, aber lasst uns den kostenlosen Razer Cortex betrachten. Ich lasse den Link zur offiziellen Webseite in der Beschreibung. Installieren Sie das Programm und führen Sie es auf Ihrem PC aus. Für Ihre Arbeit ist eine Registrierung erforderlich, die Sie jedoch nicht verpflichtet. Nach dem Start der Anwendung sehen Sie hier vier Menüs: Game Accelerator, System Accelerator, Promotions, Awards. Wir interessieren uns für die ersten beiden. Mit der Systembeschleunigerfunktion können Sie Ihr System optimieren oder beschleunigen. Wie Sie sehen, kann das Programm das System bereinigen, die Leistung von PC-Elementen optimieren und Spiele defragmentieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen und das Tool ermittelt, was im System optimiert werden kann. Wählen Sie aus, was Sie wirklich optimieren möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Optimieren. Vieles, was das Programm zu tun bietet, habe ich bereits gezeigt, wie man es manuell macht. Razer Cortex erledigt das sozusagen automatisch. Es reinigt das System und deaktiviert unnötige Dienste und so weiter. Im Menü Spielbeschleuniger, meine Bibliothek, sollten alle auf Ihrem PC installierten Spiele verfügbar sein. Wenn das Programm Sie nicht automatisch sieht, können Sie sie hier auch durch Klicken auf Pluszeichen hinzufügen. Wie Razer Cortex das Spiel beschleunigen wird, kann im Untermenü Beschleunigen festgelegt werden. Wir gehen dorthin und sehen, welche Elemente das System optimiert, welche Prozesse und Dienste gestoppt werden. Falls gewünscht, können Sie die gewünschten zusätzlich markieren oder das Häkchen von den automatisch markierten entfernen. Um das Spiel mit dem Beschleuniger zu starten, gehen Sie zum Menü Meine Bibliothek. Markieren Sie das gewünschte Spiel und klicken Sie auf Spielen. Danach wendet der Game Booster die Optimierungseinstellungen ein und führt das Spiel mit seinem Konto aus. Danach sollte das Spiel mehr Spaß machen. Ich hoffe, die Informationen in diesem Video werden Ihnen nützlich. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Schlagen Sie vor, wie Sie einen schwachen Computer beschleunigen können. Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.